So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Talk und zu einem neuen X-Mess-Vlogs. Ja, es ist der 4. X-Mess-Vlog. Oder der 5.? Ich glaube, der 5. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, der 5. Und dieses Jahr sind es tatsächlich relativ viel X-Mess-Vlogs, weil die Advente so der 5. X-Mess-Vlog ist es genau. Und der letzte X-Mess-Vlog. Und dann geht es wieder seine normalen Bahnen. Leider schon wieder vorbei. Bin echt traurig. Ich liebe die X-Mess-Vlogs. Ich nehme euch das so gerne mit. Muss mir mal überlegen, vielleicht auch so Vlogs zu machen. Muss ich mal gucken. Aber ab und zu ist es recht stressig und ich habe keine Zeit dazu. Die Weihnachtszeit mit den X-Mess-Vlogs ist auch tatsächlich ganz schön stressig. Ihr wisst es, wenn dieser Vlog, wenn ihr ihn seht, es kommt auf jeden Fall wieder ein Gewinnspiel. Und zwar ist es das Gewinnspiel, wo ich alles verlose, was ich aus den Kalendern für euch zur Seite gepackt habe. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wird eine mega Verlosung und ich kann euch sagen, es ist heute der 20. Und das Säckchen ist jetzt schon voll. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Es sind aber natürlich auch die anderen X-Mess-Vlogs Gewinnspiel online. 1, 2, 3, 4. Also 4 X-Mess-Vlog-Gewinnspiele. Die ersten drei, da könnt ihr eine Catrice-Box gewinnen. Jeweils. Und im 4. könnt ihr eine Better Boyfriend-Bag gewinnen, damit ich für die Männer auch was dabei habe. Und es ist aber immer noch das Action-Gewinnspiel online. Da könnt ihr eine Europom-Box gewinnen. Und es ist auch noch das Boxen-Gewinnspiel, das aktuelle online. Und irgendwas habe ich noch vergessen. Genau, das Nikolaus-Gewinnspiel, da könnt ihr eine Juwelkerze gewinnen. Also wenn ihr da noch mitmachen wollt, ich glaube, das erste, das Action, das läuft jetzt dann aus. Dann macht auf jeden Fall noch mit. Die sind alle, also nicht alle, ich kann nicht alle oben verlinken, aber die meisten sind oben in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr alle sehen wollt, beziehungsweise bei allen mitmachen wollt, die sind unten in der Infobox verlinkt. Jetzt kommen wir zu etwas Schönem. Ihr wisst es ja, ich habe euch im letzten X-Mess-Vlog etwas von Oceans Apart gezeigt und ich bin mega begeistert von dem Set. Es habt ihr ja gesehen, dass das eine mega Figur macht. Das sieht sogar meine Figur schön aus. Nein, muss jetzt sagen, meine Figur ist okay, aber ich habe halt hier und da meine Fettpölsterchen, die wo man sieht. Und die sieht man tatsächlich mit dem Oceans Apart Outfit nicht und das finde ich mega. Ja, aber ich habe tatsächlich noch was aussuchen dürfen und das wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Deswegen stelle ich euch jetzt wieder hier hin, so wie letztes Mal, und zeige euch das zweites Set, was ich bekommen habe. Und ich habe mir gedacht, etwas Rosanes. Das war so mein Favoritenset, weil ich unbedingt, ich liebe Rosa. Ihr wisst es, ich liebe Rosa. Das musste einfach sein. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich mir noch was aussuchen darf, dann muss es auf jeden Fall was Neutrales sein, was ich dann tatsächlich auch zu jedem Outfit irgendwie ein bisschen tragen kann. Beziehungsweise einfach auch so draußen. Kann ich zwar das andere auch, weil mich stört es nicht, wenn ich rosa rumlaufe, aber vielleicht einem von euch. Und zwar habe ich mir einmal bestellt eine schwarze Hose und die ist so geriffelt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Mega cool. Das hat man tatsächlich auf der Internetseite nicht gesehen, aber ich finde das echt toll. Wir haben hier einmal wieder das Logo von Oceans Apart, wie auch bei dem anderen. Genau, das ist einmal die Größe XL und zwar ist es das Set Maya Pant in der Farbe Schwarz. Maya Pant heißt es. Okay. Und hier haben wir eben auch wieder das Oceans Apart Logo, aber so ist mehr hier nicht drauf. Bei dem anderen steht ja da noch groß Oceans Apart drauf. Das ist tatsächlich relativ schlicht gestaltet. Hinten steht nochmal Oceans Apart drauf. Und da gehört natürlich auch noch was dazu, nicht nur die Hose. Denn der ist so schön. Seht euch den an. Oh. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Das ist ein Pulli und der hat an der Seite auch Oceans Apart stehen hier unten. Hier hat er eben ein Gummiband, dass man das zumachen kann, dass es eben gut, ja, dass es nicht nach oben rutscht im Endeffekt. Und auch hier Oceans Apart und das ist der Sydney Sweater 2 in der Größe L Black. Genau, wie gesagt, ich brauche für unten, weil ich relativ breite Oberschenkel habe, brauche ich meistens XL und für oben reicht mir aber L. Genau, das sieht so schön aus. Werden wir natürlich nachher alles noch miteinander anprobieren, logisch. Und dann natürlich ein Oberteil und das finde ich perfekt für die Nachtschicht. Das werde ich heute auf jeden Fall zur Nachtschicht anziehen, weil das ist bestimmt bequemer. Wir werden es nachher anprobieren, aber das sieht schon so bequem aus. Hier sind eben zwei Brustpolster auch wieder drin. Wieder das Oceans Apart Logo und das ist eben Amy Top. Amy Top, ja. Amy Top in der Größe L, auch in Schwarz. Genau, sieht toll aus. Das ist eben hier einen normalen. Weil das andere war ja vom Top her ein bisschen auffälliger. Und dieses Mal wollte ich ein relativ schlichtes, einfaches. Und das war das Set, das werden wir natürlich miteinander anprobieren. So, also das ist das Outfit. Was sagst du dazu, Schatz? Schaut gut aus. Schaut gut aus. So sieht es einmal von der Seite aus. Auch hier wieder. Mein Speck wird versteckt.
und auch meine Probleme zu mir, das habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Was mir hier gefällt, ist, dass das wirklich weit runter geht. Das habe ich beim anderen nicht so gehabt und auch hier. Das heißt, ich bin gar nicht so bauchfrei wie bei dem anderen. Also das Oberteil, das wird heute auf jeden Fall noch anbehalten. Für die Nachtschicht super, super bequem. Und Hüpftest, es hält alles. Ja, also ich habe nämlich auch ein paar Sport-BHs, die halten so gut wie gar nicht. Andere sind zu eng und es ist bequem und hält aber trotzdem alles beisammen. Bin mega begeistert und jetzt würde ich sagen, ziehen wir das Oberteil ab. So, und das ist mit Pulli. Hab's euch schon gesagt, hier unten stehen eben der Oceans Apart Schriftzug und ich finde ihn mega. Ich finde ihn mega, das ist tatsächlich was ich auch draußen so anziehen würde. Genauso wie das Rosane eigentlich, aber das ist halt jetzt ein weiterer Pulli. Das heißt, wenn ich mal ein bisschen lässigeren Look haben will, dann ist das perfekt. Ich liebe es. Was sagst du zum Pulli? Ich bin begeistert. Ja, und natürlich habe ich auch dieses Mal wieder einen Code für euch. Und zwar mit Raffi2. Ich verlinke euch natürlich wieder die Sets, beziehungsweise das Set. Und das andere Set verlinke ich euch auch unten. Wenn euch das gefällt, ich kann es euch mega empfehlen. Total bequem. Ich glaube, ich lasse alles gleich noch mit der Nachtschicht. Einfach unten auf den Link gehen, dann kommt ihr auf die Oceans Apart Seite und den Code Raffi2 eingeben. Dann könnt ihr mit meinem Code sparen. Und das war's auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mit diesem Outfit in die Nachtschicht. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Tschüss. So, nach dem Oceans Apart, was ich euch gezeigt habe, muss ich euch natürlich, oh, das gehört hier dazu, noch zeigen, was gestern und heute im Kalender drin war. Wir hatten einmal gestern im Kalender, das ist dieses Tee-Ei, das war in dem Marienbox-Kalender. Ich finde das so schön, werde ich jetzt auf jeden Fall dann bald verwenden. Dann hatten wir einmal, das war im Goodiebox-Adventskalender, wenn ich mich nicht alles täusche, Self-Tanning-Drops von eCooking. Ihr wisst, ich liebe eCooking, werde ich auf jeden Fall verwenden. Ich bin mega gespannt drauf, weil ich liebe Drops. Das wisst ihr, ich verwende gerade die von Rossmann, also die von, wie heißt denn das bei Rossmann? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas mit Sun, auf jeden Fall. Und da werde ich die auf jeden Fall testen, vielleicht sind die besser. Dann hatten wir einmal im Glossybox-Adventskalender die Avant Hyaluronic Algin Retinyl, ja, ich kann es nicht aussprechen, 8-Hour Retexturing and Antioxidizing Hyaluronic Facial Serum. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe, ich werde gucken. Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall von Avant etwas doppelt habe. Und falls ich jetzt das nicht habe, packe ich eins von den Doppelten rein. Also ein Produkt von Avant werdet ihr auf jeden Fall drin haben. Und dann im Degusterbox Adventskalender finde ich jetzt ein bisschen, ja, traurig, dass das drin ist. Ist jetzt nicht so meins. Drinkfit, viel Protein, Omega-3, Vitamin, Eisen, Jod, Brain Formel, Milch, Drink, Schoko. Genau, schauen wir mal, wie viel Kilokalorien. 62 und das sind 180. Ja, das geht tatsächlich. Vielleicht werde ich den später noch trinken. Tue ihn aber erst in den Kühlschrank. Dann einmal im L'Oreal Adventskalender von Yves Saint Laurent das Libre Gel Dusch, also Showergel. Dann hatten wir einmal im DM Bio Adventskalender den Granola mit Kakao und Sauerkirsche. Bin ich auch mega gespannt drauf. Dann hatten wir einmal im Balea Adventskalender, also im Balea Adventskalender die Aromadusche. Magic ist in die Air mit orientalischem weihnachtlichen Duft. Da finde ich die mit Lebkuchen tatsächlich besser. Im Flaconi Adventskalender einmal, da bin ich mega begeistert. Ihr wisst es, ich liebe Polar. Nude Polar Night Cream. Genau. Und einmal, da bin ich auch mega begeistert, da bin ich so gespannt drauf. Ich kenne mich bis jetzt bloß diese kleinen Desinfektionsgele von Mercy Handy. Und das ist jetzt so ein Spray. Relaxing Cleansing Spray. Da bin ich mega gespannt drauf. Genau, und das war aber noch nicht alles, weil ich habe im Brandnose Adventskalender natürlich noch was drin gehabt. Das habe ich aber im Kühlschrank getan. Und zwar hatten wir da einmal drin die Schoketten Gold, dass ich die nicht vergesse. Mega lecker. Werden auch bald gegessen. So, und dann hatten wir heute drin, zeige ich euch natürlich auch noch, im Brandnose Adventskalender, das wussten wir ja schon, von Rotkäppchen Riesling Trocken, der leider schon aufgerissen ist. Gestern habe ich den anderen Sekt getrunken, war mega lecker, wird auch gleich in den Kühlschrank wandern. Im My Little Box Adventskalender auch mega, von Kerastase Resistance. Ja, ihr könnt es lesen. Ich kann es nicht aussprechen. Dann im Goodiebox Adventskalender Manakada Two Pieces Sponge Set, da bin ich auch mega gespannt drauf. Ich habe von Manakada noch keine Sponges probiert. Dann im Glossybox Adventskalender einmal die Six-Kette, die ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig finde, da ist bloß so ein Steinchen dran. Aber eigentlich ist sie auch recht schön. Ja, hätte mir bloß ein bisschen was anderes in den Adventskalender reingewünscht. Aber für Weihnachten auf jeden Fall schön. Dann haben wir einmal im Balea Adventskalender Gesichtsmaske Magics in die Air, spendet intensive Feuchtigkeit mit Traubenkernöl. Dann einmal im DM Bio Adventskalender Bio Vollmilchschokolade mit Mandel, Honig und Meersalz. Dann im Sephora Adventskalender, ich bin so begeistert, ihr wisst es, Ren
Gentle Cleansing Milk. Ich liebe diese Ren-Reihe. Da habe ich ja die Gesichtscreme davon und die ist so mega und das ist auch echt mega teuer. Deswegen bin ich gespannt, wie die ist. Und dann hatten wir einmal im Flakon Adventskalender die Essence Single Lashes, Lashes to Impress. Ihr wisst es, ist nicht so meins, wird auf jeden Fall in eure Verlosung wandern. Ich verwende nämlich nur magnetische Wimpern. Die Kiehl's Ultra Facial Cream. Und dann hatten wir einmal im Degustabox Adventskalender, ich bin so begeistert, Loaca Creme Noisette. Oh, ich liebe Loaca, die sehen so lecker aus. Oh, ja, bin ich mega gespannt. Und das war so heute und gestern im Adventskalender drin. Habe ich auf jeden Fall wieder was für euch in die Verlosung. Eine Avant-Creme, die muss ich, wie gesagt, oben noch gucken, welche das ist. Aber dann gucken wir, was die nächsten Tage noch drin ist. Recht viel haben wir nicht mehr. Bloß noch 4 Tage. Beziehungsweise das Swirl Adventskalender hat ja 25 und der Brand News Adventskalender hat ja 26. Deswegen haben wir noch ein bisschen länger. So, und ich werde jetzt auf jeden Fall meinen Hund packen, werde mit ihm Gassi gehen. Und das war's eigentlich. Wir werden ein bisschen spielen. Ich nehme vielleicht ein Video auf, weil ich sowieso ein Video für meinen Mann aufnehmen will. Dann kann ich euch ein bisschen was einblenden, weil ich werde jetzt ein bisschen mit ihr trainieren. Ball holen, Ball fangen, umbringen. Und ja, dass sie bei mir eben bleibt und nicht davonläuft, gucken wir mal. Wird schon funktionieren, hoffe ich. Zurück. Bin jetzt gerade von der Nachtschicht gekommen. Es ist jetzt 8:45. Ja, denn ich bin heute leider drüber gefahren, eine halbe Stunde, weil wir jetzt kurz vor Schluss, ja eigentlich war es nicht kurz vor Schluss, weil wir noch einen Patienten hatten, das wo halt ein bisschen länger gedauert hat. Diese kleine Dame war tatsächlich etwas länger zu Hause, gell? Weil wir haben sie heute alleine gelassen. Es waren jetzt bestimmt 3-4 Stunden. Zwar hat zwischendurch mein Bruder raufgeschaut, aber sie war überwiegend alleine. Ja, sie hat gejault, aber muss sie lernen, es hilft nichts. Und jetzt am Schluss tatsächlich die letzten 2 Stunden war Ruhe. Ist sie da gelegen, hat auf mich gewartet. Hat sich natürlich mega gefreut, als ich gekommen bin. Aber ich habe schon mal, ich habe noch zu Rossmann müssen und zum Norma einmal wegen Franziskanerweißbier. Da waren 2 Kästen für 18 Euro im Angebot. Sage ich nicht nein. Wir mögen Franziskanerweißbier. Und dann war ich bei Rossmann, wie gesagt, weil wir heute mit der Kleinen zum Tierarzt müssen. Bin ich gespannt, wie es wird. Und da habe ich ein paar Leckerlis gekauft, dass es nicht so schlimm wird. Und das zeige ich euch jetzt natürlich. Ich habe einmal von Winston 8-mal saftige Salami reich an Rind gekauft. Es ist halt wichtig, dass hier kein Getreide drin ist, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. Genau, es sind 90% Fleisch, unter anderem 14% vom Rind. Ah ja, und die Salamis, die haben gekostet, sage ich euch gleich, 99 Cent. Dann haben wir die Winston Nature Doggettis Rind. Auch wieder Rinderdarm getrocknet, Rohprotein, Rohfett, Rohhaxe. Also kein, ach, die stinken auch ganz schön, kein Weizen. Und die haben gekostet, wo sind denn die Doggettis? Doggettis 1,99, die waren relativ teuer, aber da sind auch relativ viel drin. Ja, jetzt weiß ich, warum die so stinken, weil unten offen ist, okay. Dann habe ich einmal gekauft, die mag sie auch recht gerne. Wir haben tatsächlich jetzt alles bis auf die Salami, weil die kann man nicht verschließen, durchprobiert und das isst sie alles. Einmal die Filetsticks, 95% Hühnerbrust und die haben gekostet 1,59 und dann 2-mal die Leberwurst, also diese hier, weil Leberwurst liebt sie. Und die wir gekauft haben, die ist jetzt dann leer und die hat gekostet 3,38, also 1,69 pro Leberwurst, aber da ist einiges drin, das sind 75 Gramm. Genau, dann habe ich gekauft, es musste sein. Einmal die habe ich euch in Favoritenvideos gezeigt, die riecht so gut, jetzt habe ich mir eine zum Aufheben gekauft und die andere werde ich jetzt verwenden.
müsst unbedingt dran riechen. Die riechen so gut nach Lebkuchen. Ich liebe sie. Und dann habe ich mir einmal die zwei gekauft. Da habe ich tatsächlich aber nicht dran gerochen. Oh, eine ist sogar offen. Ja, die riecht jetzt nicht so gut, finde ich, wie diese hier. Die riecht irgendwie ein bisschen nach Nivea-Creme. Einmal die Isana-Creme-Dusche, du bist mein Stern. Und einmal die Cremeseife dazu, da wir sowieso eine Seife brauchen. Habe ich mir gedacht, das passt. Genau, und die Duschen, das hat alles 65 Cent gekostet. Genau. Alles 65 Cent. Und da ich meinen 10% Rabatt drin hatte und 99 gezahlt habe, habe ich 99 Cent gespart und habe nur noch 8,91 gezahlt, was natürlich sehr gut ist. Und ich werde das auf jeden Fall jetzt wegräumen und dann werden wir beginnen, die Geschenke einzupacken. Genau, das machen wir gleich, weil meine Mama später kommt und da will ich natürlich nicht, dass sie das Ganze sieht. Ja, und ich stelle euch irgendwo hin. Eigentlich hätte ich gedacht, ich mache es auf dem Sofa, aber ich glaube, das wird mit Maya nichts. Die ist nämlich jetzt so aufgedreht. Ja. Nö, mach mal am Tisch. Bis dann. Sind jetzt tatsächlich alle Geschenke so relativ wenig dieses Jahr. Wir haben uns zusammengerissen. Ja, unser Geschenk sitzt im Endeffekt da an der Tür. Beziehungsweise steht da an der Tür, weil da eine Katze ist. So, wir haben einmal als Geschenk für meinen Bruder dieses Spiel Sushi Go. Hat meine Mama gesagt, das will er unbedingt. Deswegen haben wir ihm das gekauft. Weil wir noch ein bisschen Geld übrig hatten von dem, was er eigentlich bekommt. Das ist dieses hier. Einmal Monopoly. Er liebt One Piece. Deswegen haben wir das einmal gekauft, habe ich das erste Mal schon gekauft, also das ist das zweite, was ich bestellt habe, weil das erste war auf Französisch und leider können wir kein Französisch. Das ist jetzt auf Englisch, dürfte aber kein Problem sein, mein Bruder kann relativ gut Englisch. So, das hat meine Mama noch meinem Papa bestellt, das ist so ein Guitar-Lab-Set, das sind so ein Gitarren, also so ein Band für den Gitarrengurt, wo man Black drin rein tun kann und auch Black drin sind da drin und auch eine Dose und so weiter, also... Für Gitarre sozusagen, ich glaube ein Stimmgerät sogar noch, für Gitarre sozusagen ein kleines Set. Dann haben wir einmal für den Papa von meinem Mann, also für meinen Schwiegerpapa im Endeffekt. Ich liebe es, wenn eine Frau mich drechseln lässt. Das habe ich noch gar nicht gesehen, okay, weil der hat jetzt eine Drechselmaschine. Dann einmal habe ich einmal Diamond Painting für meine Schwester bestellt. Also ich bin der Wichtel von meinem Bruder mit diesen zwei Spielen. Und mein Mann ist sozusagen der Wichtel von meiner Schwester, obwohl das immer ich besorge. Selbstgemachte, also DIYs, die mit ihren Bildern sind. Einmal ein großes, einmal ein kleines. Hat jetzt tatsächlich, ich glaube, 70 Euro gekostet. War relativ billig. Aber normalerweise haben wir 50 Euro ausgemacht. Aber sie hat uns ja die Couch spendiert umsonst. Und deswegen habe ich gesagt, ist das egal. Ich zahle da jetzt drüber. Ja, für Maya. Einmal, zweimal. Einmal Mini-Würfel Ente, einmal Mini-Würfel Hirsch werden eingepackt. Und natürlich das Geschenk, was ich bei Action geholt habe. Einmal dieser Beißring, weil sie zieht mir mich sehr gerne. Und dann einmal... Die Tasse für meinen Mann. Da bin ich gespannt, was er sagt. Genau, das ist diese hier. Maya, Alex und Raffi. Ich mit rotem Pullover und roten Haaren. Er blond mit schwarzem Pullover. Er hat ja tatsächlich auch so einen schwarzen Norweger-Pullover. Aber ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und eben Maya in dunkelbraun. Mega schön. Ja, und einmal einen Gutschein. Gutschein für eine Art Night deiner Wahl. Das will er unbedingt mal machen. Und deswegen habe ich die geholt. Und einmal für die... Ja, wie nennt man das? Stiefmutter sozusagen von meinem Mann. Ich weiß nicht, Schwiegerstiefmutter. Die kriegt einmal ein Parfüm. Und dann der Vater von meinem Mann, also mein Schwiegervater, der bekommt einmal das Parfüm. Auch den brauche ich jetzt unbedingt. Und einmal für die Schwiegermutter. Lancaster 350 Skin Repair. Hat sich wahrscheinlich gewünscht, ich weiß es nicht. Genau. Und den Rest habe ich besorgt, beziehungsweise das T-Shirt hat er noch besorgt. Und da machen wir uns natürlich jetzt ans Einpacken. Und da stelle ich euch dazu hier hin, weil dann könnt ihr mich schön sehen. Und ich mache das natürlich wieder in Schnelldurchlauf mit Musikhintermalung.
herzlich willkommen zu einem neuen Talk wieder. Es ist tatsächlich schon der 23. am Abend. Ja, ich habe Video aufgenommen und dann erst gemerkt, ich habe die Speicherkarte nicht formatiert und dann war sie voll. Und ich hatte keine Zeit, dass ich sie leere. Deswegen habe ich jetzt dabei nicht filmen können. Deswegen habe ich leider auch das nicht filmen können. Beziehungsweise ich habe zwar mein Handy hingestellt, aber da ist auch der Speicher voll. Ich glaube, das hat nichts aufgenommen. Muss ich jetzt tatsächlich nochmal gucken. Ein bisschen was hat es tatsächlich aufgenommen. Ein bisschen was kann ich euch zeigen, aber relativ wenig. Leider, deswegen zeige ich ihn euch jetzt in voller Pracht. Das erste, wir haben die Platte fertig. Unser Fränzchen steht jetzt auf diesem Regal, wo er eigentlich draufstehen sollte. Hier ist eben die Platte, die muss nur außen rundum dann noch schwarz gestrichen werden. Hier oben ist sie schon schwarz. Genau, das ist der Rest von der Platte, weil die sehr groß war. Kommt wieder raus. Und jetzt steht er auf jeden Fall hier drauf und war heute auch schon draußen. Genau, Maya ist gerade im Bett mit meinem Mann und wir haben gestern auf jeden Fall den Christbaum aufgebaut. Natürlich wieder mit meiner Nikolausmütze, mit goldenen Kugeln und der schönen Weihnachtsbaumkette. Es ist tatsächlich die gleiche, die ich da habe, nur eben jetzt um den Weihnachtsbaum rundum. Und ich muss sagen, es gefällt mir schon viel besser wie die einzelnen Lichter, die ich bis jetzt immer hatte. Es sieht einfach so viel schöner aus. Bin richtig begeistert, ja. Und die Geschenke liegen auch schon da. Und dieses Mal, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt mit Fotos, das ist das Geschenk von meiner besten Freundin. Das habe ich jetzt heute erst bekommen. Aber ich zeige euch alle Geschenke, wenn dann Weihnachten vorbei ist. Aber mega cool. Muss ich euch auf jeden Fall zeigen, genau. Und hier zum Beispiel Maya bekommt das Geschenk hier. Das sind die Duftlampen. Da, und das ist zum Beispiel das Geschenk für meinen Bruder, also für meinen kleinen Bruder, das für meinen großen Bruder, das für meinen Neffen und so weiter. Alles mit Fotos gemacht und dann dürfen sie sich ihre Geschenke selber suchen mit Foto. Habe ich einfach cool gefunden. Genau, also weihnachtsmäßig bin ich so fertig. Leider wird der 25. etwas anders als gedacht, weil eigentlich wären wir ja bei meiner Oma gewesen. Leider liegt jetzt, also ich weiß nicht, ob sie noch im Krankenhaus liegt. Sie war auf jeden Fall im Krankenhaus und jetzt wollen wir natürlich meine Oma nicht überfordern und haben gesagt, wir feiern Weihnachten bei uns und holen sie, wenn sie wieder zu Hause ist, aber dass sie nicht die ganze Arbeit hat mit Geschirr und Kochen und was weiß ich, dann werden wir das bei uns machen, haben wir gesagt, da helfen wir alle ein bisschen zusammen, machen was zum Essen, was schnell geht und machen das dann bei uns, so dass wir uns sehen, aber sie eben keine Arbeit hat. Ja, also ich hoffe, dass sie wieder gut geht. Ich habe leider noch nichts gehört. Bis jetzt gab es keine Updates. Ich weiß bloß, dass sie gestern rein ist und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich werde jetzt auf jeden Fall, Adventskalender. Die werde ich jetzt erst schnell machen, bevor ich das nächste mache, was ich geplant habe. Denn ich habe wieder 3 Tage tatsächlich ausgepackt. Ich muss jetzt bloß gucken, wo es anfängt. Ich glaube hier. Genau, das war einmal der 22. oder war das noch der 21. war das. Habe ich schon gegessen. Das war einmal im Brain News Adventskalender, glaube ich, war das drin. Nix Chocolate Wafer, no added sugar, no palm oil, no gluten. Genau, einmal so ein Waffelriegel, der war auch echt wahnsinnig lecker. Und da war mit drin einmal, das habe ich schon weggetan. Wo ist es denn? Ich glaube, das Salz war's. Genau, einmal das Salz hier drin. Von Saldoro Ursalz, von Natur aus Rosa. Das war hier einmal drin. Das habe ich schon, warum auch immer, das habe ich schon weggeräumt. Genau, weil das muss ich jetzt alles wegräumen, bevor morgen dann der Besuch natürlich kommt. Dann hatten wir hier einmal drin von, das war in meinem Little Box Adventskalender, von Rouge, Le Rouge Français. Ein Blush, ich mache ihn kurz auf. Ist für mich aber eher ein Sommerblush, der ist nämlich sehr, sehr grell. Also sehr, sehr pink. Dann im L'Oreal Adventskalender hatten wir einmal von Biotherm das Total Renew Oil. Bin ich mega gespannt, das kenne ich noch gar nicht. Dann im Balea Adventskalender einmal Schaumbad Magics in the Air. Das wird auf jeden Fall mein Mom bekommen zum Baden. Und dann hatten wir einmal im Sephora Adventskalender, da bin ich so froh drum, das will ich so unbedingt testen schon lange. Und zwar das von Fresh, das Rose Deep Hydration Face Cream. Also die Face Cream. Und dann, das war im Goodiebox Adventskalender, glaube ich. Symbiosis London In-Depth Detoxifying and Oxygenating Mask. Dann im Glossybox Adventskalender, also ich hoffe, ich vertausche es nicht. Elimis Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. Den habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe zwar Cremes von Elimis, aber noch keinen Cleanser. Und einmal von Flaconi, den Eyeshader Brush. Zeige ich euch auch schnell. Oh, der sieht ja mega schön aus. Seht euch den an. Das Packaging ist echt toll. Und der ist auch wahnsinnig weich. Oh, der sieht echt schön aus. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt. Genau, also einmal die Sachen hatten wir. Dann hatten wir gestern drinnen, muss ich ein bisschen rübergehen, einmal von Balea, die ja Hand- und Nagelbalsam. Der wird auf jeden Fall zu euch in die Verlosung wandern, weil ich schon genug Handcreme habe. Und dann einmal, den habe ich schon ausprobiert.
von Aether extra ein Eau de Parfum und das ist cool, weil das ist ein Roll-On. Und der riecht sehr, sehr stark. Ich habe ihn heute ausprobiert. Ja, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Genau, das war aber nicht alles. Wir haben auch noch von Lancôme dieses Genifique Jeux Light Pearl. Das habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe zwar das Dunkle, aber das ist, also das habe ich euch ja in die Verlosung gepackt, aber das ist das Helle, das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf. Natürlich aus, ach ja, und das war im L'Oreal Adventskalender. Natürlich aus, im Flaconi Adventskalender war das drin. Bella Pierre Brown Eyed Girl. Einmal diese wunderschöne Palette und die finde ich wirklich sehr schön. Vor allem das Glitzer, es sieht einfach so toll aus. Und ich liebe Bella Pierre, das wisst ihr. Dann einmal im Glossy Box Adventskalender der Lippenstift von Illa Mask. Muss ihn bloß schnell aufbekommen. Genau, das ist einmal dieser hier. Eine wunderschöne Farbe auf jeden Fall. Bin mega gespannt drauf. Ein süßer kleiner Lippenstift. Und ihr wisst es, auch Illa Mask liebe ich. Und dann einmal von Ole Henriksen. Passt zu meiner Augencreme, die ich ja jetzt drin hatte in der My Little Box. Truth Brightening Age Defining All Day Hydration Banana Bright Vitamin C Serum. Genau. Dann einmal im Sephora Adventskalender von Natasha Denona die Lieber Palette. Und die ist auch so schön. Ja, sehr klein. Aber ich bin froh, dass ich überhaupt mal was von Natasha Denona habe. Passt jetzt natürlich so ein bisschen zu dieser Bella Pierre Palette. Ich bin mega gespannt, wie die sind. Ist auf jeden Fall ein schöner Look, würde ich sagen. Einmal zum Grundieren, einmal für die Schattierung und einmal Glitzer fürs innere Auge. Und dann hatten wir drin einmal von Barilla das Vero Gusto Pomodori Datterini von Basilico Genovese Top. Da muss ich tatsächlich gucken, was da noch drin war. Ich kann es euch tatsächlich nicht sagen. Ach ja, okay. Gut, dass ich alles mit dem Ding aufgenommen habe. Also am 22. hatten wir das Salz drin. Da muss ich am 21. tatsächlich gucken. Ach ja, okay. Da hatten wir den Kaffee drin. Nun habe ich aber schon zur Kaffeemaschine gerannt. Das ist doof, wenn man immer alles wegräumt, wo man es noch zeigen will. Genau, und da waren... Zwar waren da die zwei Kaffee drin. Kaffee Royal Crema Honduras Bohnen. 2 Stück Papierpackungen. Finde ich natürlich toll. Und wandern auch gleich wieder zum Kaffee mit dazu. Genau, das war einmal die 22. Wie gesagt, dann war da das Salz mit, das war 21. Da war das Salz mit drin. Und da hatten wir noch diese Schoko Crispies. Aber ich habe schon gegessen. Der ist schon weg. Ach ja. Und die hatten wir, glaube ich, noch drin. Ja, also ich glaube, vorgestern war das drin. Gestern waren eben die Schokokrossis drin, die ich schon gegessen habe. Und heute ist das drin. Im DM Bio Adventskalender einmal die Mandel-Tonka-Creme. Bin ich auch mega gespannt, wie die schmeckt. Im Ballet Adventskalender hatten wir einmal die Haarmaske Magic in the Air. Dann in L'Oreal Adventskalender hatten wir einmal Armani Code, also Giorgio Armani. Das. Dann im Glossy Books Adventskalender, glaube ich, hatten wir einmal The 24 Pen Eyeliner, den habe ich schon, der wandert also in die Verlosung. Dann einmal von My Little Box der Pinsel und den werde ich tatsächlich auch in die Verlosung packen, weil ich hebe mir dann den auf, weil der gefällt mir persönlich besser und ich mag's. Ich hab's nicht so mit Doppelpinsel. Dann war einmal im Degustabox Adventskalender der Sahne Meerrettich drin. Ja, bin ich gespannt. Dann hatten wir einmal, nein, das war das im Brand News Adventskalender, jetzt muss ich tatsächlich wieder gucken. Okay, gucken wir mal. Gut, dass ich alles immer aufgenommen habe. Was im Degustabox Adventskalender drin war. Wir hatten einmal drin... Ach ja, den Riegel, den habe ich in den Kühlschrank getan. Den kann ich euch natürlich auch zeigen. Der ist einmal hier. Baseballsriegel. Ja, und hier ist schon Leberkäse drin, den, wo es morgen gibt. Das ist des Schweiners für den 26. Schon ein bisschen Bier, das wir brauchen. Ja, Kühlschrank ist gerade sehr voll. Vor allem das Fach, das muss ich dann morgen aufräumen, nachdem das wieder draußen ist. Gefällt mir so nämlich nicht. Und da ist noch ein Teil des Geschenks von meiner besten Freundin. Das zeige ich euch aber auch noch nicht. Das werde ich sowieso noch nicht. Also es ist auch was zum Essen, logischerweise. Genau, also wir hatten einmal diesen Riegel drin. Dann einmal, das habe ich schon gesagt, von Sandstone, das ist ein Eyeshadow, ja. Eyeshadow 622 Rusty Double Size. Das hatten wir einmal im Puddybox Adventskalender drin, in My Little Box Adventskalender, das wusste ich tatsächlich nicht. Vom Milk Makeup einmal dieser Holographic Stick. Finde ich so toll. Genauso wie ich toll finde von RMS Beauty Sephora Adventskalender einmal dieser Buriti Bronzer. Der ist so schön. Ich zeige ihn euch nochmal. Ja, also so sieht er einmal aus mit so einem matten Verpackung. Das sieht so schön aus. Und das ist dann so ein schöner glänzender Bronzer. Bin gespannt, wie der funktioniert auf jeden Fall. Und
Das war tatsächlich Türchen Nummer 23. Morgen wird leider das letzte Türchen schon geöffnet von den ganzen Kalendern hier. Beziehungsweise hier hatten wir noch, glaube ich, bis zur 25. 25 und dieses Wow-Extra-Türchen. Und im Brand News Adventskalender hatten wir bis zur 26. Also das sind die letzten Kalender, die ich dann aufmache. Und dann ist es leider wieder schon wieder vorbei. Aber ihr habt auf jeden Fall schon ein bisschen was in eurem Verlosungssäckchen. Deswegen schaut da auf jeden Fall dann bei der Verlosung vorbei, die in diesem Video tatsächlich online kommt. Deswegen bleibt dran. Aber da muss ich natürlich erst alle Adventskalendertürchen aufpacken, bevor ich das an euch verlosen kann. Jetzt wandert auf jeden Fall wieder ein bisschen was in eure Tüte rein. Und der Rest in meine Tüte. Sehr voll wieder. Aber ich muss sagen, die Goodie Bag, die liegt auch noch mit dabei. Genau, und dann räume ich das jetzt schnell weg. Und dann erzähle ich euch, was ich vorhabe, morgen als Nachspeise zu machen. Und wenn ihr das seht, wisst ihr wahrscheinlich schon, in welche Richtung es geht. Ich will eine Weihnachtsschokolade machen. Dafür habe ich zweimal Zartbitterschokolade geholt, zweimal weiße Schokolade und einmal Vollmilchschokolade. Ich muss jetzt gucken, dass ich das irgendwie hier reinschichte. Und da kommt dann drauf einmal diese Mini-Dekor-Cookies, die ich im Kalender drin hatte. Die waren im Degusterbox Adventskalender. Ich hatte ja im Brand News Adventskalender auch welche drin, aber irgendwie finde ich die nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich die hingetan habe tatsächlich. Also hier sind sie auf jeden Fall nicht drin. Und hinten habe ich sie halt auch nicht gefunden. Das ist das Blöde. Also ich muss gucken, nicht, dass ich die irgendwie im Kalender drin gelassen habe. Aber das gucke ich wann anders. Jetzt reichen die auf jeden Fall. Dann werde ich noch verwenden Genusswerkstatt Erdnusskrokant. Ich liebe Krokant. Das muss unbedingt da drauf. Dann mache ich kleine Schneemänner mit Marshmallows und Brezeln. Finde ich einfach mega süß. Bin ich gespannt, wie es wird. Aber ihr seht es ja jetzt. Und ich mache auf jeden Fall Licht an. Also wir haben hier noch ein Licht, damit ihr das besser sehen könnt. Ja, und ich hoffe, beziehungsweise ich werde jetzt schnell meinen Osmo anstecken. Dann, wenn das im Ofen ist, auf 70 bis 80 Grad wird das erhitzt, weil der Akku fast leer ist. So, habe jetzt das etwas aufgeladen, den Osmo, und die Schokolade scheint am Schmilzen zu sein. Ich weiß bloß nicht, ob das schon reicht, aber ich glaube, das werden wir jetzt einfach testen. Obwohl, es läuft schon zusammen. Das glaube ich, lassen wir jetzt noch ein bisschen drin. Ich zeige es euch mal schnell. Genau, also so sieht es jetzt aktuell aus. Man muss es, obwohl, doch. Ich glaube, das machen wir gleich. Es lässt sich auf jeden Fall verrutschen. Genau, denn ich werde jetzt das erst alles aufmachen und herrichten. Nicht, dass mir die Schokolade fest wird, während ich das alles aufreiße, damit ich das dann gleich drauf machen kann. Genau, ja, und das machen wir auf jeden Fall jetzt. So, das ist jetzt die erste Weihnachtsschokolade, einmal mit Schneemännern. Das sollen Rentiere sein. Ist nicht sehen, weil es nicht fokussiert, warum auch immer. So, jetzt. Also einmal Schneemänner, einmal Rentiere. Also das hier ist das Geweih, Augen und das ist der Mund. Oh ja, und einfach dann Krokant und noch so ein paar von diesen Cookies. Und das lassen wir jetzt auf jeden Fall
fest werden. Und dann mal gucken, wie es schmeckt. So, und ich mache natürlich noch eine zweite, denn ich habe nochmal drei Tafeln hier. Und das Zeug ist ja jetzt offen. Das heißt, versucht, dass ich gleich so viel wie möglich aufbrauche. Steht jetzt da, dass es circa eine halbe Stunde dauert. Ich denke, ich werde eine Stunde warten, bevor ich die nächste mache. Die ist ja relativ schnell jetzt geschmolzen auf 10 Minuten. Bei 70 Grad und jetzt warte ich eine Stunde und mache dann nach einer Stunde die nächste Schokolade und währenddessen werde ich mein Video schneiden, beziehungsweise werde ich Videos schneiden und zwar das für morgen muss ich noch machen, das habe ich tatsächlich noch nicht und dann werde ich die für nächste Woche machen, weil nach dem 26. gehe ich 5 Tage in den Urlaub, in den wohlverdienten Urlaub und da will ich nicht Video schneiden müssen, deswegen werden jetzt ein paar vorgeschnitten, damit ich dann ab dem letzten Xmas-Vlog tatsächlich mal 5 Tage meine Ruhe habe und das brauche ich tatsächlich auch. Xmas Vlog ist schön jedes Jahr, ich liebe es, aber es ist Stress. Es ist Stress zu gucken, dass das Video rechtzeitig geschnitten wird und online kommt, vor allem wenn man Nachtschicht hat. Schlimmer wäre es tatsächlich auch noch, wenn es Spätschicht wäre. Bis jetzt habe ich es immer hinbekommen, aber es ist halt jetzt mit der 12-Stunden Nachtschicht sportlich. Sehr, sehr sportlich und vor allem mit den Feiertagen noch dazwischen muss ich auf jeden Fall gucken, wie es wird, aber ich werde auf jeden Fall dann ab 26. mich gern haben lassen, sagen wir es mal so, und brauche meine 5 Tage Ruhe und auch mein Mann braucht sie. Ja, der sagt, ich soll ein bisschen kürzer treten, weil ich sehr viel Stress habe und fühlt sich ein bisschen vernachlässigt, sagen wir mal so. Und ich muss ehrlich sagen, war es tatsächlich auch, beziehungsweise ist es tatsächlich zurzeit so, vor allem mit den Xmas-Vlogs. Und deswegen brauchen wir die 5 Tage, ich nicht nur für mich, sondern wir auch für uns und mit Maya. Und werden viel unternehmen, die 5 Tage, ja, so viel wie heute geht mit Corona, aber das brauche ich einfach, ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall später, wenn die Schokolade fest ist. Ich werde wahrscheinlich jetzt die zweite Schokolade nicht mitfilmen, sondern die werde ich einfach so machen. Ihr habt ja gesehen, wie es geht, auf 70 Grad erhitzen, warten, bis sie flüssig ist, verquirlen und dann eben belegen, je nach Lust und Laune und dann in den Kühlschrank. Genau. Und wie gesagt, ich zeige sie euch noch, wenn es fest ist und dann, ja, sehen wir uns auf jeden Fall später. So, das ist jetzt die Schokolade Nummer 2. Die Schokolade Nummer 1 liegt halt gerade einfach bloß flach hier drauf, die lege ich jetzt damit rein. Die ist leider ein bisschen gewellt worden, weil ich die irgendwie muss darauf legen musste. Aber das stört mich nicht, dass die ein bisschen gewellt ist. Hauptsache, sie schmeckt. Ja, und so sieht die jetzt hier auf jeden Fall aus. Die werden wir morgen genießen. Beziehungsweise die hole ich jetzt raus. Die ist ein bisschen gerader als die andere. Jetzt bis morgen da oben drauf, dass das schön aufgeräumt ist. Aber ist eh ein bisschen schwierig, wenn das so gewellt ist. Ja, gibt's dann auf jeden Fall. Ich habe gerade diese nasse Maus hier abgetrocknet. Die ist nämlich sehr, sehr nass. Und sie trinkt jetzt. Ich habe auf jeden Fall jetzt alles aus den Adventskalendern angeboxt. Das heißt, die sind jetzt leer. Habe mir gedacht, das mache ich heute gleich, weil morgen und übermorgen werde ich nicht dazu kommen. Und filme es euch schnell ab, weil das kommt dann dabei rüber ins Büro, dass wir hier Platz haben. So, wir hatten einmal im Brand News Adventskalender in der 24 der Merci Petits. Habe ich mich mega gefreut, das wisst ihr. Dann in der 25 einmal die Doritos, und zwar Sweet Chili Pepper Flavor. Ja, Doritos, ihr wisst es, ich habe es allgemein nicht so mit Chips. Dann einmal in der 26ml Bella Crema, das war der, den wir jetzt auch in der Degusta-Box drin hatten. Aber das Video seht ihr erst noch, ja, das Video seht ihr erst noch. Dann einmal von Larizzi dieser Blush, glaube ich war das, Lux Powder. Oder war es doch kein Blush, war es ein Puder? Doch, ein Blush. Genau, hat er recht. Ist ein Blush. Dann einmal von MAC, der Die is Danger Lippenstift. Da muss ich tatsächlich gucken, ob ich den schon habe. Bin ich mir nicht sicher, weil dann wandert er in die Verlosung. In der Valier Adventskalender in der 24 einmal Magic is in the Air. Taschenwärmer finde ich super. Dann einmal die Palette. Glossy Box Adventskalender. Packen wir natürlich auch schnell noch aus. Genau, so sieht die Palette aus. Auch mega schön. Einmal die Lancôme Mascara im L'Oreal Adventskalender. Die Hypnose Doll Eyes Mascara. Im Flaconi Adventskalender auch mega cool von Dr. Botanicals Strawberry Superfood Overnight Mask. Dann in der 24 beim Sephora Adventskalender von Charlotte Tilbury einmal den Pillow Talk Lippenstift, wo ich mega froh drum bin. Ich will den schon so lange testen. Mega. Und in der 25 hatten wir einmal drin dieses Julia Tessa Gun Parfüm und einmal die Parfümkette, wo man da eben drauf sprühen kann, dann riecht es danach. Und in die Embier Adventskalender einmal den Aufstrich, Fruchtaufstrich, Apfel, Schwarz, Johannisbeere, Zimt, da bin ich mega gespannt drauf. Genau, und im Sephora Adventskalender war ja noch in diesem Extra-Türchen einmal dieser Gutschein. Tinting
offered. Irgendwie steht da alles nur nicht auf Deutsch. Tatsächlich. Steht nicht auf Deutsch drauf. Also ich denke, dass das so ein Färbegutschein ist für Benefit Browbar. Genau. Und das war auf jeden Fall alles heute drin. Ich werde mich jetzt erstmal noch ein bisschen hinlegen. Habe gerade alle Videos für nächste Woche bearbeitet. Bin endlich fertig. Gestern Abend wurde ich leider noch nicht fertig. Ich habe auf jeden Fall schon mein Weihnachtskleid an. Logisch. Ja, sieht ein bisschen zerfetzt aus. Ich werde mich zusammenrichten, damit ich dann gleich in die Arbeit fahren kann, wenn Alex seine Familie da ist. Damit ich mich nicht zusammenrichten muss, wenn sie da sind. Dann richte ich mich davor zusammen. Habe ich mehr Zeit fürs Essen. Genau. Und habe jetzt ein paar Videos geguckt. Die Neuauflagen von Kevin allein zu Hause. Ja, kommt nicht dran, aber schlecht sind sie jetzt auch nicht. Ja, und mal gucken. Ich werde heute wahrscheinlich nicht mehr viel zum Spielen kommen, weil wenn die kommen um 5 Uhr. Also jetzt kommen dann meine Eltern noch und um 5 Uhr kommt dann seine Familie und da werden wir essen. Und da packe ich natürlich die Kamera nicht aus. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall spätestens, weiß ich nicht, morgen, denke ich mal. Bis dann. Hallo. So, hallo und herzlich willkommen zum ersten Weihnachtsfeiertag. Ich habe gerade ein Geschenk zusammengerichtet. Huch, und gleich runtergeworfen. Und zwar habe ich eine liebe Arbeitskollegin, die will unbedingt den Kalender haben. Und hat ihn aber nicht. Und ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass sie ihn haben kann. Habe mir gedacht, den nehme ich ihr zu Weihnachten mit, weil ich habe heute tatsächlich mit ihr Dienst. Und dann bekommt sie den Kalender von mir geschenkt mit ein paar Produkten drin. Ein paar hat sie sich selber ausgesucht, ein paar habe ich noch mit dazu getan. Und dann hoffe ich, dass sie sich drüber freut, so eine Kleinigkeit. Und dann hoffe ich, dass wir eine ruhige Nachtschicht haben. Die Nacht war leider nicht so toll. Im Endeffekt, ins Krankenhaus gebracht haben wir bloß einen insgesamt. Der Rest war Hilfeleistung, Gebietsabsicherung, was weiß ich. Ja, und nur einen ins Krankenhaus gebracht. Waren halt sehr undankbare Zeiten. Einmal um 3 sind wir gefahren und dann sind wir einmal um 4 gefahren. Also jetzt kommt auf jeden Fall gerade meine Schwester, deswegen muss ich mich beeilen. Wir haben gestern schon ein paar Geschenke bekommen. Alle Geschenke seht ihr aber dann erst morgen. Die zeige ich euch schnell. Ich habe schon einen Teil des Christmas Frogs bearbeitet. Meistens wird es morgen zu stressig, weil ich habe auch heute, wie gesagt, noch Nachtschicht. Und sonst schaffe ich das alles nicht, sonst wird das alles zu viel. Ja, und ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen klar Schiff machen hier, während meine Schwester da ist. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich es, dass ich heute auch noch filme. Ich weiß nicht, wann meine Familie fährt. Aber höchstwahrscheinlich dann morgen. Bis dann. So, hallo und willkommen zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Und zu einem Tag, an dem ich sehr fertig bin. Denn die Nachtschicht war beschissen. Ich dachte, dass es tatsächlich nicht beschissener geht wie gestern. Doch, tu das. Ich bin sehr müde. Alex hat Schweines gemacht. Ich gucke, dass ich euch das später noch fotografiere, dass ihr das sehen könnt. Aber gut riechen tut schon mal. Ich denke mal, es wird auch nicht so schlecht schmecken, wenn es schon so gut riecht. Und haben wir kein Zebra mehr? Ich habe euch ja versprochen, dass wir noch eine Schmuckkerze sozusagen auspacken. Hier ist Zebra. In der Toilette ist noch Zebra gewesen. Dass wir noch Schmuck plündern werden. Ich habe mir gedacht, letzte Woche, das war ja eine Charmed-Aroma-Kerze, wir machen heute eine Juwelkerze. Und zwar, ich liebe den Duft, die Little Fox. Könnt ihr nicht sehen. Genau, hier, Little Fox. Weil der Schmuck ist hier schon zu sehen, ihr seht es. Und den hole ich jetzt raus. So, ich habe das aus der Kerze geholt. Ihr könnt es überhaupt nicht sehen. Einen, ich finde, wunderschönen Schmetterling. Ich habe mir ja ein bisschen den Fuchs reingewünscht, aber okay. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar Kerzen von derer. Dann haben wir dieses Mal einen Schmetterling. Und jetzt würde ich sagen, fange ich schon mal an, euch zu zeigen, was wir bekommen haben, damit ich das schon mal bearbeiten kann und nachher nicht mehr so viel habe. So, mein Bruder war mein Wichtel. Der hat mir einmal geschenkt, dass J.K. Rowlings magische Welt Film, Zauberfiguren und Orte aus den Filmen. Und zwar ist das Harry Potter und fantastische Tierwesen. Mega cool, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Mega schön. Dann habe ich einen bekommen, die hat er in der Lootchess-Box und die fand ich so schön, die passt bei mich. Würde super hinten zu meinem Harry Potter Schrank passen. Harry Potter String Lights, das sind einmal so goldene Schnatz leuchtend. Und da hat meine Mama Iris auch abgetreten und hat gesagt, eine Lichterkette, weil die hat auch die Lucius Box, eine Lichterkette ist, sieht ein bisschen mickrig aus und deswegen kriege ich die zweite auch noch. Also die von meiner Mama. Und dann habe ich einmal bekommen von Funko Pop Harry Potter 76 Hedwig.
habe ich mich sehr gefreut. Hedwig habe ich nämlich noch nicht. Nämlich noch nicht. So, dann habe ich einmal von unserem Chor eine Kugel bekommen. Das ist so eine blaue Samtkugel. Von meiner Mama aus dem Kalender habe ich einmal das Öl bekommen. Also die Sachen, die sie nicht brauchen konnte sozusagen. Einmal von Rituals of Sakura. Das liebe ich ja. Magic Touch Body Cream. Und einmal, da bin ich so froh, das wollte ich damals schon kaufen, aber das ist halt auch nicht so billig. Diese Rituals Amsterdam Edition, das ist das Body Mist dazu. Das riecht so gut. So, dann haben wir von meiner Schwiegermama bekommen, einmal Geld, aber das liegt logischerweise nicht da. Einmal eine Tischdecke, die wird dann nächstes Jahr auf jeden Fall hier hinkommen. Jetzt haben wir ja die. Einmal eine Uhr, die werden wir für oben verwenden, weil hier haben wir ja hier eine Uhr. Und da hinten eine Uhr, aber oben tatsächlich noch keine. Dann hat unser Hund bekommen, beziehungsweise habe ich von meinem Bruder bekommen, einmal dieses wunderschöne Tonherz. Muss ich auch noch gucken, wo ich das hin tue. Und eine wunderschöne Karte, wo er was reingeschrieben hat. Und dann hat Maya einmal von meinem Schwager bekommen einen Fallknopf, was ich mega cool finde, weil können wir auf jeden Fall brauchen. Da war das Geld drin, Weihnachtsflocken. Dann hat unser Hund bekommen von meinem Schwager einmal dieses Soft Gentle Silicone Bristles, also da, wo man die Pfoten sauber machen kann, auch mega cool. Und dann habe ich noch bekommen von meiner besten Freundin einmal, hängt die Schleife dran. Da freue ich mich mega, das Double in Harry Potter Version, so cool, habe ich mich so gefreut. Und dann einmal das Spiel, das haben wir auch gleich gespielt, Quicks. Auch ein mega cooles Spiel, gefällt mir sehr gut. Und da habe ich auch noch ein paar Ersatzblöcke bzw. Erweiterungsspiele dafür bekommen. Und einmal ein Bad, und zwar Naturkosmetik-Schaumbad für dich. Schön, dass es dich gibt. Ein Vollbad mit Aloe Vera und Lindenblüten. Das will ich gar nicht hernehmen, das sieht so schön aus. Und einmal, das ist aber im Kühlschrank, liebe ich, habe ich durch meine beste Freundin kennengelernt und liebe ich bis jetzt. Knusperflocken, lecker. Ich liebe Knusperflocken. Wo ist denn eigentlich die Pizzasemmeln hier, du? Haben das nicht mehr, hast du noch welche gegessen gehabt? Genau, Weihnachtsschokolade, da ist auch noch ein bisschen was übrig, das werden wir dann heute essen. Deswegen habe ich gesagt, mache ich heute gar keine Nachspeise mehr, das reicht auf jeden Fall. Pizzasemmeln haben wir gestern gemacht. Und meine Schwester, die hatte damit gerechnet, dass sie Diamond Painting AC/DC bekommt. Hat sich schon gefreut, war es dann doch nicht, aber natürlich war sie glücklicher mit dem personalisierten Diamond Painting. Und mein Bruder hat sich über das One Piece gefreut, weil er One Piece natürlich liebt und auch über das Sushi Go. Und gestern war dann auch relativ schnell vorbei. Kaffee getrunken, gegessen, geredet und dann eigentlich schon wieder in die Arbeit gefahren. Ach ja, meine Kollegin hat sich mega über den Kalender gefreut. Ich habe gesagt, der steht eh bei mir rum, den bekommt sie. Sich mega bedankt. Und das war so für gerade. Wir sehen uns auf jeden Fall vielleicht nach dem Essen nochmal. Und dann, ja genau, stimmt, wir sehen uns auf jeden Fall nach dem Essen nochmal, weil ich muss die Verlosung noch machen. Seid auf jeden Fall gespannt. So, mega fertig. Jetzt war mein Schwiegerpapa ja da. Und ich habe jetzt tatsächlich nach dem Essen noch, ich glaube, eine Stunde geschlafen. Ich könnte immer noch schlafen, aber es ist 3 Uhr. Um 6 Uhr muss das Video online kommen. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen ranhalten. Ja, hier sieht es noch ein bisschen aus, aber das macht mein Mann später noch weg. Ich habe euch jetzt das Essen gar nicht mehr gezeigt. Genau so sieht einmal der Schweinebraten aus, die Knödel dazu. War mega lecker. Ah ja. Und hier ist noch das Kraut. Also das wird heute auf jeden Fall alles noch gegessen. Wie gesagt, mega lecker. Hat er wahnsinnig gut hinbekommen. Die Kruste schön knusprig. Ein Traum. Einfach ein Traum. Ja, und wir haben noch ein paar Geschenke bekommen. Genau, wir haben noch ein paar Geschenke bekommen. Mein Mann einmal eine Karte mit Geld. Plätzchen haben wir bekommen. Dann habe ich bekommen einmal selbstgestrickte Socken. Mega, ich liebe selbstgestrickte Socken. Ja, da ist noch ein Geschenk von der Maya eingepackt. Das sind noch Süßigkeiten, oder hat sie noch welche? Und einmal von Mesmer Schneewunder Kirschmarzipan. Auch mega lecker. Genau, und mein Mann hat aber noch dazu bekommen. Das liegt nämlich noch hier hinten. Einmal so ein Kotbeutel-Anhänger. Mega süß. Dann kann man eben hier die Kotbeutel reintun und unten rausziehen. Und das kann sich einmal dranhängen. Mega süß. Genau, mit Ersatz-Kotbeutel dazu. Das lege ich jetzt auch weg. Ja. Und dann ist tatsächlich der zweite Weihnachtsfeiertag wieder gegessen. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Video bearbeiten, damit ich es online bringen kann. Ich werde danach duschen gehen. Aber
Natürlich muss ich euch, bevor ich jetzt das Video beende, bevor ich den Xmas-Vlog beende, es ist schon immer sehr traurig, wenn ich es wieder beenden muss, aber ist halt wieder vorbei. Natürlich die Verlosung zeigen, was ihr gewinnen könnt. Und zwar könnt ihr heute gewinnen die Produkte, die ich aus den Adventskalendern rausgesucht habe. Und was das ist, das zeige ich euch gleich. So, und das ist tatsächlich alles, was ihr gewinnen könnt. Wir gehen natürlich nochmal durch. Einmal von Lancôme das Genifique Youth Konzentrat. Dann, da ich die natürlich in der My Little Box drin hatte, einmal von Tarte die Main Eater Mascara. Die habe ich noch dazu gepackt, weil ich gesehen habe, dass ich das Avant-Produkt tatsächlich doch noch nicht habe und auch nicht doppelt. Deswegen einmal von Dr. Botanicals die PO Cream, weil die habe ich schon. Und dann einmal aus der aktuellen Glossy Box Christmas Edition war der drin. Habe ich nachgeguckt. Ich habe leider dieselbe Farbe, deswegen habe ich den jetzt hier reingepackt. Einmal Milk Work Lip and Cheek Stick. Dann einmal von Essence den, weil den habe ich auch zweimal. Was ist das für eine Farbe? Resort Fling Nagellack in klein. Einmal von Oh Yes, den Lip Balm. Hallo, ich bin Coconut. Dann einmal von My Little Beauty Gel Funky Fresh. Dann einmal von Respire die feste Seife. Von Nature Box einmal das Haaröl. Das ist Marula, oder? Arganöl. Nein, mit Arganöl. Dann einmal von My Little Beauty, also von My Little Box der Doppelpinsel. Einmal von Hydrophil der... Die Zahnpasta von Pixi, der Glow Tonic, den habe ich auch schon. Den Make-up Eraser, dann einmal von 3NA den Eyeliner Pen, von Elemis die Pro Collagen Marine Creme, von Gatobi das Schutzengel Spray, mag ich echt wahnsinnig gerne. Dann einmal dieser Pinselreiniger, dann von Marie Stella Maries Rock Roses Body Lotion, Hand and Body Lotion. Einmal die Handcreme von, da muss ich schnell gucken, Skin and Co. Citrus Amaro Handcreme. Und dann einmal von Valier, der Lippenbalsam Magic is in the Air, Nivea feste Shampoo pH Balance für normales Haar, einmal der Make-up Blender von Flaconi, einmal das Deep Pillow Spray mit wie viel? 5 ml. Genau, einmal vom Biotherm, das Blue Therapy, das habe ich auch mit 5 ml. Genau, das Genifique, das hat sogar tatsächlich 7 ml. Dann von Alessandro, der Klarlack. Von Kneipp einmal die Hydropflege Wasserminze mit Agave und Kaktuswasser. Einmal die Wimpern, also Lashes to Impress von Essence. Einmal von Sebastian... Professional Sebastian, dieses Dark Oil und dieser mega toll, die Marke habe ich gemerkt. Dann einmal der Spitzer von My Little Beauty, einmal die Wimpernzange von My Little Beauty, der Buffer nennt man, glaube ich, ist von My Little Beauty und auch noch die Hand- und der Hand- und Nagelbalsam, starke Nägel und geschmeidige Hände. Genau, und das könnt ihr alles in diesem Video gewinnen, in diesem Paket, in diesem Mega-Paket, den Gesamtwert, den gucke ich jetzt, dass ich unten hinschreibe. Sowas wie das von My Little Beauty, die Sachen, die werde ich auf jeden Fall nicht finden, die sind von der Eigenmarke, die kann man so nicht kaufen, aber alles, was ich finden kann, schreibe ich euch auf jeden Fall. Was müsst ihr dazu machen? Ganz einfach, natürlich einen Daumen nach oben da lassen, in die Kommentare, Hashtag Verlosung, Hashtag Christmas und die Videofrage beantworten, was war euer liebstes Geschenk dieses Weihnachten? Würde mich sehr interessieren, unten in die Kommentare schreiben und natürlich öffentlich Abonnent meines Kanals sein, denn es sind immer noch einige da, die nicht öffentlich Abonnent meines Kanals sind und die kann ich natürlich da nicht gewinnen lassen und das ist sehr traurig. Genau. Also, Daumen nach oben, Hashtag Verlosung, Hashtag Christmas Videofrage beantworten und Abonnent meines Kanals sein. Öffentlich. Dann könnt ihr dieses tolle Paket gewinnen. Das packe ich jetzt gleich wieder zusammen. Das wandert in den Schrank. Beziehungsweise ich fotografiere es noch für Instagram. Ein bisschen Werbetrommel natürlich wieder rühren. Genau. Und dann wollte ich euch nochmal daran erinnern an den Code Raffi 2. Wenn ihr was von Oceans Apart bestellen wollt, wenn ihr jetzt Geld überhaupt von Weihnachten noch nicht wisst, was ihr damit machen sollt. Ich kann euch die Sets, wie gesagt, wahnsinnig empfehlen. Sind unten in der Infobox verlinkt. Auch der Link zum Shop ist unten in der Infobox. Einfach Raffi 2 angeben. Dann könnt ihr auf euer Set sparen, also auf eure Bestellung sparen. Und dann verabschiede ich mich für dieses Jahr, gehe in meinen wohlverdienten Urlaub. Die nächsten 5 Tage wird auf jeden Fall nichts für YouTube gemacht, nichts für die Arbeit gemacht. Ich will einfach mal wieder entspannen. Ich gehe danach duschen und dann lasse ich mich gern haben. Und ich hoffe, ihr habt noch einen restlichen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr habt jetzt schöne Weihnachten und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Rutsch ins
also einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann, je nachdem, wann ihr das Video seht, ein frohes neues Jahr, wenn es schon soweit ist. Und dann hoffe ich, dass wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wiedersehen, das natürlich morgen online kommt, aber auch bei den anderen Videos, also Mittwoch, Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, schaut da auf jeden Fall vorbei. Und schaut auf jeden Fall am Sonntag vorbei, weil ich werde zwar am Freitag keine Verlosung machen, so Silvester, weil ich das Video schon bearbeitet habe und dann nicht ein neues bearbeiten will. Aber dafür kommt vielleicht am 2. ein kleines Gewinnspiel online, deswegen schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Rest-Sonntag, einen schönen Rest, ja, 2. Weihnachtsfeiertag, habe ich ja schon gesagt. Und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!